Servus, Savadi Krab und Ai Gode, der Stefan hier. Wir waren mal wieder unterwegs mit unserer Rollergruppe. Brumm, brumm, brumm. Tagesziel, das Bikers Café und der Military Beach. Hinter mir könnt ihr schon mal die Zufahrt sehen zum Treffpunkt. Und wie es weitergeht, seht ihr gleich. Also, seid gespannt. Es geht los. Der erste Schreckmoment kam schon wenige hundert Meter nach dem Start, Polizei bzw. Führerscheinkontrolle. 9 kamen durch, auf einen haben wir gewartet. So, wir warten jetzt hier auf eine Entscheidung. Die Entrüstung ist natürlich groß. Das Thema kann man mit ein paar wenigen Grad aus der Welt bringen. Ja, das ist der Mario. Ich verstehe das nicht. Ist das Problem jetzt gelöst? Ist das Problem jetzt gelöst? Nö. Das heißt? Ich soll bei der Polizei Strafe bezahlen. Du hast ein Ticket bekommen. Mhm. Aber dann kannst du jetzt weiterfahren und hast den ganzen Tag freie Fahrt mit dem Ticket. Ja. Ja. Ärgerlich. Mein Führerschein. Ja, den kriegst du dann bei der Polizei zurück. Morgen. Ha? Morgen dann, oder? Ja. Na dann. Frag ihn, ob du den, wo du den Führerschein zurückbekommst. Wir sind wieder vollzählig. Die Maschinen in der Sonne, die Fahrer im Schatten. So Leute, das Problem ist zunächst mal gelöst, aber die Zeit ist verloren. Die müssen wir aufholen. Zur Strafe gibt es nachher keinen Nachtisch. Der vergessene Rucksack hat uns dann nochmal 20 Minuten Zeit gekostet. Jan Sang Vararam Voravihan liegt auf dem Weg und wenn wir schon mal da sind, gehen wir natürlich auch rein. Hier mal ein Blick nach oben auf die Turmspitze. Die Treppenaufgänge sind leider gesperrt, also keine Möglichkeit hochzukommen. Weiter geht's zum nächsten Zwischenstopp auf dem Weg zum Bikers Café Surialand. Zwischenetappe zum Bikers Café Surialand. Ich war schon mal da, ich habe es euch schon mal gezeigt. Ich gehe da aber gerne noch mal rein. Zunächst mal durchs Café durch. Ein einziger Flohmarkt hier drin. Und auf kurvenreicher Strecke weiter zu unserem Hauptziel, dem Biker Café. So, Hauptziel erreicht, Bikers Café hier in Sattahip. Mit 10 Bikes sind wir losgefahren. 10 Bikes sind noch angekommen. Das ist so ein toller Mais. Service Mais. Hier im Bikers Café. Es gibt Mais zum Knabbern. Vor allen Dingen
Es gibt nach einer langen Fahrt gibt's Erfrischungstücher. Da macht ihn nicht so runter. Die war letzte Woche auf Puppayam. Oh. Und jetzt auf dem Weg zu unserem Tagesabschluss, dem Military Beach. An der Einfahrt zum Strand, Motorrad abstellen, ans Kassenhäuschen gehen, da wird die ID-Card oder der Führerschein gegen ein Kärtchen getauscht und dann kann es losgehen Richtung Strand. Kurz vor dem Start muss dann ein weiterer Stopp eingelegt werden, um Eintrittskarten für den Strand zu kaufen. Eintritt pro Person 100 Baht. Welcome, das hier ist also der Militärstrand. Für den Militärstrand ist es ganz schön voll, viele Russen hier. Und natürlich auch Thais. Schade, es ist gerade Ebbe, aber wie man sehen kann, der Strand geht ziemlich flach ins Wasser. Ganz anderes Badeerlebnis als zum Beispiel Chomtien oder Pattaya. Und wie bei jedem unserer Ausflüge gibt es auch heute wieder den Mann auf der Schaukel. Hallo, okay, hallo. So. Hallo, empty girl. Empty girl. So, verhungern und verdursten muss hier keiner. Freundliche Bedienung und für Essen und Trinken gibt es genug. Aroi mag mag. Aroi mag mag. Okay. Okay. Later. Okay. Tom Yum. Mi fai rui chut fai dam bum bum. Okay. You man am Thai. Ihr wart jetzt das erste Mal mit dabei. Wie hat es euch gefallen? Sehr gut. Super. Habt ihr irgendein spezielles Erlebnis, was ihr uns noch mitteilen wollt? Was hat euch am besten gefallen? Alles. Das war schief. Was ist denn alles schief gegangen? Dann Polizeikontrolle, das zweite. Oh. Und dann der Rucksack. Dann der Rucksack mit den ganzen Papieren. Rucksack vergessen, das war eine Reise. Also, war eine aufregende Tour. Wollt ihr das nochmal machen? Ja. Mit allen Problemen? Nein, das gehört dazu. Wir hätten eine Tour, wo nichts passiert. Ja. Du eine Tour mit einem Unfall. Tour mit Unfall. Nächstes Mal sind wir in der Sandwüste. Was war dein eindrucksvollstes Erlebnis heute? The Bikers Café. The Bikers Café. And the beach here. And the beach. Yes. Peter. The beach war das Beste. Der Beach war das Beste. Ja. Du warst im Wasser? Glasklares Wasser, ich war drin. Ja. Herrlich. Bist du den Füßen? Tipptopp. Okay. Ja. Der Anfang war ein bisschen stressig. Ja, mache ich gleich am anderen Tisch den Anfang. Also die Motorbike-Touren ziehen sich am Anfang ein bisschen, aber ja. Am Ende endet es. Na gut, immer wieder neue Leute dabei. Andreas, der Mann auf der Schaukel. Ja.
muss man die Kamera höher halten, weil du so groß bist. Ja, was bist so hat klein. Dir heute am besten natürlich gefallen? Die Schaukel, natürlich klar, die Schaukel. Natürlich die Schaukel. Aber das Biker Café war auch cool. Ja. Ja. Eigentlich die ganze Tour, so das in der Landschaft rumfahren, das finde ich wirklich am schönsten. So, das war's für heute. Die nächste Tour ist schon in Vorbereitung. Wann die stattfindet, wetterbedingt, ich weiß es noch nicht, ist auch so ein Kran bedingt. Ich möchte ja nicht bei so einem Kran fahren. Ich weiß noch nicht mal, ob ich über so einen Kran hier im Ort bin. Also immer schön dranbleiben und bis zum nächsten Mal. Tut Gutes, habt Spaß und genießt euer Leben. Tschüss, euer Stefan.